Intensiver Einblick, das Lazarettregiment 21 in Rennerod präsentiert sich. Guten Morgen, frühes Aufstehen, wie das bei der Bundeswehr so üblich ist. Wir sind auf dem Weg in den Westerwald zum Lazarettregiment 21. Das ist in der Alsberg-Kaserne untergebracht. Und wir sind eingeladen worden, uns das mal anzuschauen, den Standort. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Alsberg-Kaserne. Das ist die Einfahrt hier. Da steht auch schon die Wache. Morgen. Guten Morgen. Einmal die Ausweise. Guten Morgen. Ne? Guten Morgen. Morgen. Hallo. Was bin ich neu? David Rode. Oberleutnant Majorano. David Rode, guten Tag. Oberleutnant Frank. Hallo. Schönen guten Tag, guten Morgen. Wir gehen als erstes mal zum Kommandeur und sagen, dass Sie da sind. Ne? Prima. Ist ja hier totale Einöde irgendwie, ne? Ja, finden Sie, also die Leute, die hier stationiert sind, finden, dass das der Mittelpunkt der Welt ist. Ja, aber so 40 Kilometer von jeder Autobahn weg. Das stimmt. Ich meine, wunderschön, ja. Also, ja. Aber fährt hier über kleine Straßen. Was natürlich auffällt, der Landkreis und die Politiker hier drumherum sind natürlich sehr bestrebt und sehr stolz drauf, dass das Regiment hier ist und wollen das natürlich auch halten. Und dieses Miteinander, Bevölkerung, Bundeswehr ist hier ein ganz anderes als in der Großstadt. Ich sag erstmal guten Morgen. Spät ist mein Name. David Rode vom Bundeswehrfernsehen. Guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Freue mich auch, hier zu sein. Grüße Gott, Sie haben gerade keine Hand frei. Kriegen wir schon wieder. So, Sie sind schon live auf Sendung, oder wie? Sozusagen, ja. Ich hoffe, dass Sie von unserem Presseoffizier, vom Oberleutnant Majorano, schon gut aufgenommen worden sind. Mhm. Der gute Mann ist diese Woche ganz gut in Action, ne? Weil wir momentan einsatzvorbereitende Ausbildung machen, Schießausbildung. Einsatzvorbereitende Ausbildung heißt für Afghanistan-Einsatz, ISAF nehme ich an, oder? In dem Falle ist es für die mobilen Sanitätskräfte in Afghanistan, also bei ISAF. Das heißt, wir haben in Afghanistan ja Rettungszentren und Lazarette in Mazar-e-Sharif und Kunduz und Faisabad, das wissen Sie wahrscheinlich. Und darüber hinaus sind wir mit bestimmten Kräften mit der Infanterietruppe auf Patrouille unterwegs. Bin ich gespannt heute, dass wir uns das mal ein bisschen angucken. Da steht schon schweres Gerät. Ich bin mal gespannt, was Sie damit machen. Ich habe mich erst gefragt, wozu braucht man Kfz-Ausbildung? Autofahren kann man ja eigentlich normalerweise. Aber für die braucht man, glaube ich, wirklich eine spezielle Ausbildung. Die schauen wir uns mal an. Die Frau Pfeiffer ist die, die die Stationsleitung hat. Die wird Sie dann auch gleich vor Ort so ein bisschen einweisen und Ihnen das alles erklären. Wir sind eingeladen, heute mal zu gucken ein bisschen. Ja. David Rode, hallo, guten Morgen. Feldwebel Pfeiffer, morgen. Was machen Sie denn hier? Das sieht nach Krankenwagen aus, um es mal ganz ziviltechnisch auszudrücken. Ne? Genau, wie Sie sehen, haben wir hier zwei Krankenwagen stehen. Zwei sogenannte BATs, bewegliche Arzttrupps. Einmal das etwas ältere Modell, an dem haben meine Soldaten gerade das B- und Entladen schon geübt. Und dann haben wir hier die neue Variante, der BAT Eagle. Ist ganz neu bei uns im Latz-Regiment 21 eingeführt und da bekommen die Soldaten jetzt eine Erstausbildung. Es ist so, dass als Fahrer ein Einsatzsanitäter eingesetzt ist. Ja. Hier ist der Platz des Rettungsassistenten, der fungiert als Beifahrer und Fahrzeugkommandant, aber auch als Assistent für den Arzt. Also er hat die Möglichkeit, seinen Sitz von vorne nach hinten zu schieben, um dann dem Arzt zu assistieren. Dort, wo Ihr Kameramann sitzt, sitzt der Notarzt. So einfach zumachen wie beim normalen Auto ist nicht, oder? Geht nicht. Geht nicht, ja, ich mach das schon. Was drücken oder so? Genau, den Knopf gedrückt halten. Nee, war auch nicht, oder? Ja, so ein bisschen vor. Lass mal bitte. Machen Sie das mal. Lass einmal vor. Ja. Ist ja ganz leicht einfach, ne? Das ist doch ganz easy. Okay, darf man mal eine Runde fahren, mitfahren? Ja, können wir machen.
Oder mir wird auch schon aufgemacht. Ja. Zur Sicherheit. So. Stark, ist ein Erlebnis. Und ich wundere mich, der ist wirklich sehr, sehr wendig, ja, obwohl er eigentlich so bullig dasteht mit seinen 10 Tonnen. Also konnten wir Sie genauso für das Fahrzeug begeistern, wie wir das sind, ja? Ja. Ja, dann vielen Dank. Ja, gerne. Alles Gute und wir schauen mal ein bisschen weiter, ja, was Sie noch erwartet. Danke. Tschüss. So, hier im Lazarettregiment 21 sind wir jetzt hier so an den mobilen Operationssälen quasi angetroffen, kann man so sagen, oder? Das kann man zum Teil so sagen. Wir haben also nicht nur Operationssäle, wir haben sämtliche, ich sag mal, operative, notfallmedizinische Bereiche hier vor Ort. Wenn man auf ein Einsatzlazarett aufwachsen müsste, wären auch sämtliche Ambulanzen oder FU-Stellen in Containermodulen vorhanden. Also ein richtiges Krankenhaus, ja? Also sind schon da hinten, haben wir dann die Betten? Genau, das ist jetzt auch ein, ich sag mal, kleines Teil einer Pflegestation. Ja. Wie ist es mit der Hygiene, Sauberkeit in Krankenhäusern? Ist ja immer alles blitzeblank und kein Staubkorn. Also wir haben, wie man hier sehen kann, extra Böden in den Zelten mit eingezogen. Mhm. Also es ist schon vorgekommen, dass unter einem Zelt, wenn man nach Monaten mal reingeschaut hat oder drunter geschaut hat, dass da die eine oder andere Kobra gesessen hat, Spinnen oder ähnliches Tierzeugs. Und deswegen versucht man im Rahmen der Hygiene und auch im Rahmen des Selbstschutzes diese ganzen Einrichtungen so dicht zu machen, dass weder Tiere noch, ich sag mal, Keimbelastung im größeren Maße eintritt. Wie viele Container sind das? Über den Daumen? Etwa 140 Funktionscontainern. Mhm. Dementsprechend viele Zelte, um die 90 Zelte. Das ist jetzt hier also wirklich ein richtiges Labor. Da werden dann Blutuntersuchungen durchgeführt. Genau. Also der Kamerad, der für dieses Material verantwortlich ist, ist aus unserer Kompanie auch. Der ist also labortechnischer Assistent. Mhm. Er kann hier unter realen Bedingungen Blutgruppenbestimmungen durchführen. Dann aber auch klimatisiert hier drin. Genau. Also das ist jetzt relativ angenehm gerade. Genau, das ist jetzt auch alles ein bisschen wärmer gehalten, gerade wegen diesen ganzen Verbrauchsmaterialien. Mhm. Schauen wir mal weiter. Ja. Das ist jetzt der OP. Das ist der OP, ja. Voll ausgestattet. Ein Großteil des Equipments ist hier vor Ort. Wir haben viele Instrumentarien, die in den verschiedenen Lagerräumen untergebracht sind. Schau mal an, ein kompletter Zahnbehandlungscontainer. Genau. Das wohl in vielen zivilen Zahnarztpraxen, das hier schon als, ich sag mal, Mercedes des Equipments dargestellt wird. Also das ist zwar sieht auch super modern aus. Es riecht auch wie beim Zahnarzt hier drin. Ja? Genau. Wahnsinn, was ihr hier alles habt. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich. Ja, vielen herzlichen Dank. War super spannend. Super interessant. Danke für die Zeit. Im zivilen Leben sagt man Tschüss. Wie sagt man bei euch? Gut, also jetzt auf die Kompanie bezogen sagen wir dritte Kompanie ein Team. Mhm. Auf das Regiment bezogen sagen wir 21 Ole. Und ich sage einfach nochmal Tschüss. Genau. So, jetzt haben wir eine ganze Menge gesehen. Mhm. Wie geht's weiter? Ja, jetzt haben wir uns die Ausbildungsanteile angeschaut bei unserer zweiten und der dritten Kompanie. Mhm. Und als nächstes fahren wir nach Koblenz. Dort ist im Moment die vierte Kompanie des Regiments zugange. Mhm. Dort findet eine Schießausbildung statt im Rahmen der Einsatzvorbereitung für unsere Soldaten. Mhm. Das ist in Koblenz, weil hier keine Schießbahn wahrscheinlich, ne? Genau, wir haben hier nicht die Infrastruktur, um das in dem Maße, wie das da gefordert wird, durchzuführen. Deswegen müssen wir nach Koblenz fahren. Das sind auch so Dörfer hier, da, wenn du bremst, bist du schon durch quasi, ne? Guten Tag. So, jetzt sind wir hier auf der Schmittenhöhe und mein Ansprechpartner für heute ist der Patrick. Hallo. Patrick, hallo. Ich bin David. Ja. Ihr schießt hier auf der Schießbahn. Ja, das ist richtig. Ja. Womit schießt ihr hier? Wir haben hier die einsatzvorbereitende Schießausbildung für die sammelbeweglichen Teile und bilden die Kameraden oder jetzt hier Lehrungsteilnehmer aus im MG3, MP7, G36 und P8. Mhm. Und heute ist reines MP7-Schießen angesagt im Nahbereich. Das heißt also hier heute 5 bis 25 Meter. Mhm. Jetzt Cooldown schießen. Okay. Fertig machen. Drüben wird jetzt Munition zugeteilt. Drüben wird jetzt aufmunitioniert, ja.
Es gibt auch das alte Ausbildungskonzept, das, wo wir sagen, da üben wir den Präzisionsschuss. Das neue Schießausbildungskonzept gibt es erst seit einigen Jahren und wird jetzt sozusagen flächendeckend in die Bundeswehr eingeführt. Die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Sicherheit wird einfach mit dem neuen Schießausbildungskonzept wahnsinnig erhöht. Mhm. Es ist unrealistisch, 5 Schuss zu empfangen, vor zu seiner Waffe zu gehen, die auf dem Hocker liegt. Eben. Ja. Unrealistisch. Erstes Training, 5 Meter. Wir sehen also hier 180 Grad. Wichtig ist, seid ihr deines Zieles sicher. Das heißt, erst schauen, Ziel erkannt. Dann kommt die Drehung mit der Waffe. Und wenn ich mit der Waffe im Ziel bin, geht dort der Abzugsfinger zum Abzug. Also wir schießen am Anfang natürlich das Einzelfeuer, um erstmal das Abzugsverhalten durchzuspielen. Aber Ziel ist es, einen gezielten Doppelschuss abzugeben. 6 Uhr. Also da gibt es ganz klare Kommandos und ohne Kommando bewegt sich hier keiner. Nein, nein. Das beginnt vom Klar zum Gefecht. Feuer. Bis zur Trefferaufnahme ist eigentlich alles, läuft alles seinen Gang. Einsatzstellung. 9 Uhr. Feuer! Damit es der Dreck ist. Und dann bitte nicht die saubere Bürste, beziehungsweise dreckige Bürste, saubere Bürste. So. Das war irrsinnig spannend. Okay. Schön. Aufregend. Also ich habe vor so Waffen einen heiden Respekt. Und das ist auch gut so. Ja. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Ja. Jederzeit wieder. Ja. Freue mich drauf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bis bald. Sehr gerne. Tschüss. Ja, was haben wir hier heute alles gesehen im Lazarettregiment 21? Heute Morgen der Krankenwagen, der Eagle. Unglaubliche 9,5 Tonnen schwer. Gepanzert und trotzdem, wie wir gehört haben, nahezu so wendig wie ein VW Golf. Dann ein komplettes Krankenhaus, verpackt in Container. Wenn es sein muss, ist das innerhalb von wenigen Tagen überall auf der Welt einsatzbereit. Und gerade eben waren wir hier auf der Schießbahn. Auch Sanitäter werden an der Waffe ausgebildet, hoffen natürlich, dass sie sie nie benutzen müssen. Es war ein spannender und aufregender Tag hier im Lazarettregiment 21. Danke nochmal für die Einblicke. Alles Gute.